Stöhnen. Hallo liebe Bienenfreunde, heute war ich bei der Bienenkiste und wollte eigentlich eine Schwarmkontrolle machen, aber die Bienen waren wieder schneller wie ich. Schaut es euch doch mal an. Hinter der Kiste, Heiko. Wo bist du hin? Da, hinter der Kiste. Nur damit die Kiste nicht nach vorne rüberrollen kann. Damit die nicht nach da rüberrollen können. Im Notfall. Nur für den Notfall. Jetzt fallen die Bienen alle ab. Jetzt wollte ich pfiffig sein. Oh, da hängen doch noch jede Menge drunter. Die Frage ist jetzt, ist das ein Schwarm oder sind die einfach nur rausgegangen, weil sie Langeweile hatten? Das weiß ich ja nicht. Oh. Ich drehe noch mal ein bisschen höher. Ziehen oder abstoßen, was machen wir denn? Jetzt kommen die Bienen raus, was macht ihr da für den Rindal? Oh, die Königin ist hier drin. Wir haben gewonnen. Ja, Madame ist da drin. Mach die Klappe zu. Das geht ja nicht. Nicht schon wieder in die Klamotten rein.
So. Madame ist drinne. Stellen wir die daneben. Und öffnen das Flugloch. So. Sie haben da angefangen zu bauen. Es sind zwar keine Waben, aber ich sehe Wachs darunter. Wir hätten auch Spanngurt rummachen können. Dann hätten wir weniger Stress gehabt. Aber die Dinger stehen leicht nach vorne. Man hat sich da zu viel Spiel gegeben. Ja, wenn wir pfiffig gewesen wären, hätten wir gleich die Waage dazwischen gehangen. Gewusst, was sind die, zumindest die, die wir jetzt schon in der Kiste haben. Ich hoffe, dass die anderen jetzt reingehen. Entweder die gehen da rein oder da rein. Na gut, dann fege ich die da unten weg und dann können wir die Kiste wieder ablassen. Am Ohr, nicht wieder in die Haare rein. Das mag ich überhaupt nicht. So, da unten sind sie weg. Sehr lieb. Man hört das ja am Summen. Geh doch erstmal weg. Die mag mich nicht. Man hört das ja am Summen. Ob sie freundlich sind oder nicht. Das ist ein dummes Ding. So, die Kiste steht unten. Müssen wir mal gucken, ob die sich jetzt bequem reinzugehen. Über
oder ob die da hängen bleiben wollen. Die machen keine Anstalten reinzugehen. Merkwürdig. Irgendein Hund hängt wieder unter der Bienenkiste. Ach, wie schnell so ein kleines Bienchen laufen kann. Langsam kühl, müssen sich langsam beeilen, im Dunkel wird es auch bald.
So. Und warum das so schief steht, den Fehler habe ich auch gefunden. Hm, wie bin ich denn hier mit der Kamera? Da ist der Übeltäter. Das Rad ist kaputt. Und das Rad hat sich ganz einfach verformt. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe mir gedacht, so viel Spiel habe ich da gar nicht reingemacht. Mein Wagenheber für Arme. Gut, müssen neue Räder dran und dann funktioniert das. Der Beutenheber ist eigentlich auch nicht für die Bienenkiste gedacht. Aber es funktioniert ganz gut. Eigentlich wollte ich da Varetzahlen mit anheben, damit ich bei größeren Türmen ohne Probleme untersetzen kann und nicht alles abstapeln muss. Ja, die Bienchen wandern rüber in meine Schwarmfangkiste, die ich ursprünglich gebaut habe, um sie hinten in den Honigraum der Bienenkiste reinzupacken, damit die Bienen abgetrommelt werden können. Hat sich jetzt ja übrig, die Bienen waren schneller wie ich. Die sind einfach geschwärmt. Einfach so. Ohne auf mich zu warten. Das ist schon so ein Kampf mit den weiblichen Angestellten. Ja, oben an der Bienenkiste wird auch gesterzelt.
Tja, die nächste Aktion wird sein, in die Bienenkiste nachschauen, ob sie Schwarmzellen haben oder gehabt haben. Hängen gar nicht unterm Deckel. Ah, ich sehe die Königin da. Da läuft sie. Siehst du sie? Mhm. Ich wollte einen Löffel mitbringen. Scheiße. Die Königin vors Flugloch zu löffeln. Aber sie gehen hoch. Guck mal, siehst du den roten Punkt da? Beobachte den mal. Ja. Guck mal, einen Löffel. Geht man dann da hoch? Wo will die hin? Warum geht die da nicht rein? Was fehlt denn? Das will jetzt da nicht rein. So, jetzt ist man da drin. Thank you.
So, da sind wieder ein paar Nachzügler. Warum die da hingelaufen sind, weiß ich nicht. Vorne am Flugloch wird fleißig gestärkt. Nur da hinten, genau wie beim Einfangen, packen die in ein extra Grüppchen. Da hinten werden sie auch weniger. Die wissen scheinbar nicht so richtig, wo sie hin sollen. Das war der Film über den Bienenschwarm aus der Bienenkiste, den ich in einer Varree-Beute einlaufen lassen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Abo würde ich mich freuen, über ein Like natürlich auch. Und wenn ihr nichts verpassen wollt,